Erstmal Glückwunsch zu der Mannschaft, weil ich glaube, das war Männersieg. Zum Schluss können wir die für Thomas Kraft bedanken, die letzten 10 Minuten. Hat überragend gehalten und es ist ein großer Sieg für uns, weil gegenüber einen sehr guten Augsburg haben wir gewonnen. Wir haben gewusst, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft. Die agieren sie, nicht nur reagieren, können sie schnell umschalten. Und trotzdem die erste Halbzeit, wir haben kontrolliert gespielt, genug Torschance haben wir gehabt. Und die 1-0-Führung hat uns blockiert. Und danach die Mannschaft war unsicher. Ich glaube, diese psychische Belastung, das zum diese 3 Punkte mitzunehmen, das haben wir wahrscheinlich von letztes Jahr mitgenommen, weil die Mannschaft war ein Tick gelähmt und haben die Gegner aufgebaut. Und zum Schluss muss man sagen, Thomas Kraft hat uns gerettet, obwohl wir aber auch die Chance gehabt haben, 2-0 zu machen. Und nochmal großer Glückwunsch an die Mannschaft. Das gehört dazu. Und kann man geben, muss man nicht geben. Ich muss erst mal sehen, die ganze Fernsehszene. In diesem Moment hat das so ausgesehen, dass Lustig war abrasiert. Dann habe ich auch ein bisschen Theater gemacht, aber das gehört dazu. Und trotzdem, ich glaube, Roy Behrens war auch rote Karte und verdient. Da sagt man nichts darüber. Und danach war wieder ein ausgeglichenes Spiel. Alle 10 gegen 10. Und ich sage trotzdem, hätte besser gewesen, wenn keine rote Karte. Weil meine Mannschaft, die erste Halbzeit, hat besser gespielt. Und kontrolliert gespielt. Das war nicht so, kann man nicht sagen, dass Augsburg besser war. Ja? Auswärtsspiel, sehr gute Ballbesitz, gute Spielzüge, Torgefahr und nach 1-0 hat etwas passiert und nicht positiv, sondern negativ. Und sage ich nochmal zum Schluss, das ist normal, wenn die Augsburg öffnet, Torwart nach vorne geht, immer mit der Druck, Flanke, dann normalerweise 1-1 oder 2-0. Und heute haben wir dieses Glück, was ich immer sage, 35% ist Glück bei Fußball, weil Thomas Kraft nicht nur gut gehalten, aber die Latte Foster hat auch ab und zu geholfen. Und das gehört dazu, aber dafür muss man arbeiten. Meine Mannschaft hat heute gearbeitet und das hat jeder gesehen. Und das tut gut für uns, auch für unsere Mentalität. Auch in Bielefeld kontrollierte Sieg hier. Kontrollierte Halbzeit Bundesliga gegen eine sehr gute Mannschaft, weil es nicht irgendwelcher, es ist ein gut aufgebautes, systematische, gute Mannschaft und das macht mich stolz und auch unser Trainerstab und auch die Jungs und müssen sie jetzt dranbleiben einfach.